Der K-70 hat eine eigenwillige, nahezu einmalige Geschichte. Sie erinnern sich, im März 1969 sollte auf dem Genfer Automobilsalon die Premiere seiner Vorstellung stattfinden. Die Pressemappen waren gedruckt, die Prospekte fotografiert, erste Probefahrten absolviert und dann von einem Tag auf den anderen wurde zurückgezogen, dementiert. Der K-70 verschwand wieder in der Versenkung. Es war jene Zeit, dass sich die Konzentration in der deutschen Automobilindustrie um einen weiteren Schritt bereichert sah. Das Volkswagenwerk hatte NSU unter seine Fittiche genommen und das jüngste Kind des schwäbischen Unternehmens, den NSU K-70, zunächst nicht laufen lassen. Zweck der Übung, Produktion unter VW-Regie und damit verbundener Namenswechsel, nicht mehr NSU K-70, sondern VW K-70. Für Wolfsburg bedeutete dieser Schritt die Abkehr von allen bis dahin gepflogenen Konstruktionsprinzipien. Statt Motor im Heck, nunmehr unter der vorderen Haube, statt Heck, Frontantrieb, statt Luft, Wasserkühlung. Wolfsburg ließ sich aus richtigen Überlegungen Zeit mit der Produktion. Erst anderthalb Jahre nach der Übernahme der NSU-Konstruktion wurde grünes Licht gegeben. Der K-70 erschien im Herbst 1970 auf dem deutschen Markt. In zwei Versionen mit 75 und mit 90 PS, in Normal- und in L-Ausführung, Kostenpunkt je nachdem zwischen 9.500 und knapp 10.000 Mark. Wir befassen uns jetzt mit der 90 PS L-Ausführung. Sie unterscheidet sich im Prinzip nur unwesentlich vom sogenannten kleineren Bruder, äußerlich überhaupt nicht. Sie ist ein wenig schneller, braucht Super statt Normalbenzin und zählt zur sogenannten Mittelklasse des europäischen Marktes. Beschleunigungsversuch von 0 auf 100 Kilometer. Erster Gang ausgedreht bis 53 Kilometer pro Stunde. Zweiter Gang bis knapp 90 Kilometer. Die 100 Kilometer sind nach 13,1 Sekunden erreicht. Messung der Höchstgeschwindigkeit. Das geschieht nicht einfach so mit der Stoppuhr auf irgendeinem x-beliebigen Autobahnstück. Da ist eine ganze Reihe von Vorbereitungen notwendig. Erstens, Autobahnkilometer ist nicht gleich Autobahnkilometer. Denn nicht immer markieren Zeichen entlang der Strecke genau 1000 Meter, 1000 Meter die Länge der sogenannten Messstrecke. Also gilt es, die Strecke zu kontrollieren, ebenso sicherzustellen, dass kein noch so geringes Gefälle und keine noch so geringe Steigung die Fahrt beschleunigen oder bremsen. Der Wind, seine Richtung und seine Stärke müssen ermittelt und berücksichtigt werden. Das Resultat? 161 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit für den K-70. Mit diesem Wert befindet er sich in guter Gesellschaft. Denn die 160-Kilometer-Marke ist für die Mehrzahl der vergleichbaren Konkurrenzfabrikate ebenfalls die Grenze. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind zwei kritische Anmerkungen notwendig. Erstens, die Führung der Getriebeschaltung ist nicht präzis genug. Mit anderen Worten, man muss sich an diese Schaltung länger, als es dauern sollte, gewöhnen. Zweitens, im oberen Drehzahlbereich spricht die Maschine eine sehr deutliche Sprache. Ein wenig rau und heißer. Ich bin sicher, dass man sich in Wolfsburg mit diesem Thema intensiv befassen wird. Werfen wir einen Blick unter die Motorhaube. Da sieht es zunächst einmal sehr ordentlich, geräumig und damit praktisch aus. Der Vierzylinder in Reihe hat 1600 Kubikzentimeter und erreicht seine Höchstleistung bei 5200 Umdrehungen pro Minute. Wichtig ist, dass die gesamte Antriebseinheit auf der Vorderachse, das heißt auf der Antriebsachse, ruht. Wichtig aus zwei Gründen. Zum einen wird dadurch eine günstige Achslastverteilung erreicht und zum anderen werden in naher Verwandtschaft zu Punkt 1 die Fahreigenschaften im Winterbetrieb günstig beeinflusst. Elastizität und Drehfreudigkeit sind bestimmende Merkmale des Motors. Man kann ohne Schwierigkeiten zu befürchten bis 6300 Touren drehen. Andererseits erlaubt die Maschine ohne weiteres auch geruhsame Fahrt in den großen Gängen. Der dritte zum Beispiel lässt sich über einen Geschwindigkeitsbereich von rund 110 Kilometern benutzen, also von 20 bis etwas über 130 Kilometer pro Stunde.